Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Klaus und ich habe euch wieder ein Modell aus unserer Bundeswehrserie mitgebracht, die wir gemeinsam mit Zingbao realisieren. Und zwar ist es diesmal der, oder ich glaube, man muss sagen, das ATF Dingo. Schön, ne? Ich zeige euch die Details vorher, aber mal der Karton. Hier der Karton. Kennt ihr auch schon von den anderen Bundeswehrmodellen, ne? Auf der Rückseite ein bisschen was über die Details und wie er von innen aussieht. Das zeige ich euch aber gleich live. Auf jeden Fall reden wir über 670 Teile. Das hier ist die Anleitung, ne? Auch da nicht wirklich was großartig Neues. Bewährter, ordentlicher, guter Stil. Kann man gut nacharbeiten. Überschaubare einzelne Bauabschnitte und so. Insgesamt muss ich sagen, guter Durchschnitt her vom Bauen. Es sind so ein, zwei Sachen, komme ich gleich drauf, die ein bisschen, klein bisschen tricky sind, aber absolut, absolut im Rahmen, absolut gut. So, da haben wir also der Dingo. ATF, wenn ich richtig informiert bin, Allzweck-Transportfahrzeug. Ja, und auch da wieder im Maßstab, so dass das zu den anderen Modellen passt. Ich schaue mal gerade, was habe ich denn hier hinten eventuell noch stehen, was größenmäßig. Ich nehme mal hier den Geländewagen. Hoppala, da ist er. Damit ihr mal einen Größenvergleich habt. Ja, hier der Dingo, hier der Vierrad-LKW. Stellen wir aber wieder beiseite. Und gucken uns den Dingo genauer an. Wir haben ein paar Prints dabei. Hier das Hoheitszeichen ist Print. Vorne natürlich das Nummernschild. Und auf der Rückseite haben wir selbstverständlich auch das Nummernschild. Und hier unten dieses Kreuz, damit es keine Auffahrunfälle gibt. Soweit im Prinzip alles bekannt. Wir haben Türen. Oh, wir haben Türen. Aber die finde ich richtig klasse. Denn die sind komplett Brickbuild, weil die zum einen hier diese Schräge mit abbilden müssen und eben auch hier vorne die Schräge. Und auch die Aufhängung hier der Tür, der Scharnier praktisch, ist Brickbuild. Das ist so ein 1x1 Brick mit dieser Stange vorne dran. Ja, das funktioniert also recht gut, muss ich sagen. Und ist sehr originalgetreu realisiert worden. Also wirklich schön, gefällt mir außerordentlich. Wir haben hier oben den Geschützturm drauf. Das kann man hoch und runter machen. Man kann hier die Luke auf und zu klappen. Drehen lässt es sich nicht. Ist okay, passt. Und man kann, das machen wir jetzt auch mal, man kann das Dach abnehmen. Da geht hier das ganze Teil ab, zusammen mit den mit dem Scheibenrahmen und dann sieht das innen drin so aus. Der Bartusch nickt einmal ganz kurz, wenn es für ihn so passt. Er nickt, das ist schön. So sieht das dann innen drin aus, mehrere Sitze und so weiter. Im Armaturenbrett haben wir auch noch mal ein bisschen was an Prints, dass das schick ist. Und da ist auch schon eine Stelle, wo es ein bisschen knifflig ist. Ja, man spricht ja öfter mal über sogenannte illegale Bautechniken, ja, also Sachen, die so eigentlich nicht vorgesehen sind und eigentlich auch nicht funktionieren. Die Scheiben sind solch ein Fall. Da sind unten zwei runde Stangen eingebaut mit Clips und dann die Scheiben aufgesetzt. Und eigentlich passt das nicht so richtig. Und wenn ich das hier jetzt bewege, dann seht ihr auch schon, dann stehen die relativ schnell schief, weil nämlich diese Clips, die vergrößern den Abstand so sehr, dass die Scheibe eigentlich gar nicht mehr drauf passt. Das ist so eine Stelle, da muss man dann tatsächlich so ein ganz klein bisschen friemeln, dass die gerade sind. Das geht auch und dann sieht es auch wirklich schick aus. Ja, aber das ist so eine Stelle, darum habe ich jetzt auch nicht gleich geschrieben, entspanntes Bauen, sondern guter Durchschnitt. Das ist so eine Stelle, ja, wo die Kleinen dann zum Papa kommen würden und weinen und sagen, oh Papa, hilf mir mal, ich kann das nicht. Ne? Aber hallo, die Bundeswehrserie hier jetzt, die ist auch nicht für die Kiddies gemacht, denke ich. Und von daher passt das an der Stelle absolut. Was mir da übrigens gerade auffällt, das finde ich eine ganz pfiffige Idee. Hier der Spiegel, ich mache das mal ab von der Tür. Der hat, das habe ich nämlich noch nie gesehen, das Teil so. Der hat diesen Gold-Ingot in Trans Clear.
Finde ich eine pfiffige Idee. Das gibt ein gut aussehendes Spiegelelement. Können wir direkt auch mal machen. Wir haben, glaube ich, diesen Gold Ingot bei dem einen oder anderen Six White von unseren LKWs oder auch Feuerwehrfahrzeugen als Spiegel dran. Gute Idee, das denke ich, werden wir mal adaptieren. Ne? Man lernt ja voneinander. Was ich anders gemacht habe als in der Anleitung, dort sollte man dieses ganze Teil, den Fensterrahmen, eben nicht komplett, sondern in Teilen erstmal hier ranmachen und sollte dann hinterher, wenn das Dach schon drauf ist und so, hier wieder Teile anstöpseln. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe hier diesen Luftansaugstutzen, ist das, glaube ich, den habe ich dran gebaut, bevor ich dann das Dach aufgesetzt habe. Ja, das, ne? Da fällt mir noch eins ein. Den Tipp würde ich euch durchaus geben. Hier sitzen, ich mache es mal ab, es geht sehr leicht ab, an der anderen Seite auch, diese 1x2 dreieckigen Dinger mit dem Gitter vorne dran. Ne? Sieht gut aus und. Aber die hängen hier nur an einer Noppe und die ragen auch noch darüber hinaus. Und wenn ihr die in dem Bauabschnitt einbaut, wo sie laut Anleitung eingebaut werden sollen, dann werden die euch in den nächsten 30 Bauabschnitten ungefähr 32 Mal abfallen. Ja, also wenn die kommen in der Anleitung, legt sie erstmal beiseite. Ja, und bevor ihr dann die Räder dran macht, macht die beiden Dinger dran. Das ist, andauernd sind mir die abgefallen. Völlig unnötig. Zwei Hinweise, ein Hinweis. Ein Hinweis noch zu den Farben. Die Sitze hier, die in so einem Grauton sind, die sind in der Anleitung als grün dargestellt. Ich denke, grau passt doch besser, ist okay. Ist auch letztlich egal. Nur wir haben auch noch zwei andere Teile. Und zwar einmal, man sieht es hier kaum, das ist so eine Art Regal, stellt das da. Das sind so 1x2 mit so einem Winkel hinten dran. Die sind laut Anleitung, sollen die auch in dunkelgrün sein, sind aber auch in dem Grauton im Set. Und das Gleiche gilt für die Stangen, die ich vorne erwähnt habe. Ja, also da nicht wundern, nicht irgendwie eine halbe Stunde nach Grün suchen. Die liegen im Set in Grau dabei. Ist absolut okay. Man muss es nur wissen, dass man sich nicht dumm und dabblig sucht. So. Und ich denke, damit habe ich, lass mich kurz überlegen, ja, ich glaube, so das Allerwichtigste, was man hier von dem netten Dingo wissen muss. Dingo, ich glaube, das ist ein australischer Wüstenhund, Dingo, ne? Ja, der Marco hätte das jetzt vorher mal googelt, um sich ganz sicher zu sein. Ich fasse das jetzt aber erstmal einmal zusammen. Und zwar haben wir dort den ATF Dingo aus der Serie, die wir gemeinsam mit Tsingbao machen. Die Artikelnummer ist die 06055. 670 Teile haben wir für, ich glaube, ganz angemessene 26,95. Vom Bauen her guter Durchschnitt. Und bei den Maßen haben wir eine Länge von 22, 23 Zentimeter. In der Breite mit Spiegeln liegen wir bei 10,5. Und in der Höhe mit dem Geschützturm sitzen wir bei 11,5. So, und was ich euch aber noch sagen kann, und da freue ich mich weiter wahnsinnig. Unsere Bundeswehrserie geht ja weiter. Ihr könnt auf unserer Website schon sehen die Bilder vom Fuchs, vom Jagdpanzer Jaguar. Lux ist dabei, Büffel, das ist so ein Bergepanzer mit Kran und so. Und der Mars 2, das ist so eine Art Raketenwerfer, auch der, die seht ihr schon auf unserer Internetseite. Ihr kennt das, eure E-Mail-Adresse hinterlegen und dann werdet ihr informiert, sobald das Set da ist. Und die versenden wir übrigens, wenn die Sets da sind, auch in der Reihenfolge, wie ihr euch registriert habt. Und wir schicken teilweise auch weniger von diesen Infomails raus, wenn wir sehen, wir haben so und so viele Sets bekommen, aber mehr Infomails da, dann schicken wir nicht gleich alle Infomails raus, weil wir wollen euch natürlich auch nicht informieren und sagen, oh, jetzt ist es da und dann ist es womöglich schon nicht mehr da. Die Sachen kommen aber nach und dann werdet ihr im nächsten Rutsch entsprechend informiert. Wir haben außerdem drei coole Flugzeuge, die hier in der Serie demnächst kommen. Das ist der Starfighter, der F4 Phantom und der Tornado. Ich glaube, der Tornado ist ab und zu auch mal unfreiwillig runtergekommen.
Und die Serie geht darüber hinaus auch weiter. Ich hatte euch ja mal gefragt, ob ihr zusätzlich zu dem großen Panzertransporter, da hinten steht er, der Mammut, auch noch den Vorgänger, den Elefant, haben möchtet. Die eure Resonanz, das Feedback war ganz eindeutig, ja, Elefant auch. Das heißt also, den machen wir und wir haben uns, und da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt, wir haben uns den Brückenlegepanzer vorgenommen mit Funktion. Also da bin ich wirklich mal, da bin ich höchst gespannt. Aber natürlich, wenn das richtig funktioniert, wird das ein ganz, ganz klasse Modell. So, und für heute ist es das gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr und euch wünsche ich viel Spaß beim Bauen. Euer Klaus, bis demnächst im Noppenstein-Studio von Bluebricks.